Ja, hallo liebe Eishockey-Freunde, nach 12 Tagen Wettkampfpause geht's wieder los in der DEL2. Die nächsten Spiele stehen an, Frankfurt zunächst mal auswärts am Freitagabend und am Sonntag sind dann die Eispiraten Grimmitschau zu Gast. Ja, natürlich stand die Woche über der Trainerwechsel von Tomek Walton auf Rich Czarnomaz im Fokus des Geschehens und wir haben im Training zugeschaut und Rich Czarnomaz nach seinen ersten Eindrücken hier wieder zurück an alte Wirkungsstätte befragt. Am Dienstag nahm Rich Czarnomaz seine Arbeit dort auf, wo er vor rund einem halben Jahr den Meisterpokal in Händen hielt. Die Jubelszenen hat der 56-jährige Kanadier immer noch in bester Erinnerung, doch der Fokus richtet sich jetzt auf die Arbeit in dieser Saison. Ein Trainerwechseleffekt nach einem bislang holprigen Saisonverlauf ist kein Selbstläufer. Eine gute Basis ist aber schon einmal die Grundstimmung. Und die definiert der neue und alte Coach folgendermaßen. Good. Positive. Just look at the stimming was sehr gut in Kabine. Aber ich denke, wir haben viel Arbeit zu machen und wir müssen von Schritt zu Schritt einen Tag zu den nächsten Tag in einen besseren Weg gehen als vielleicht bis jetzt. Natürlich lassen sich nicht alle zuvor registrierten Probleme mit einem Fingerschnipser lösen. Harte Arbeit von Team und Trainer sind gefragt. Schon einmal an Anfang hat Rich Czarnomaz bei der Vorbereitung auf das erste Wochenende nach der Pause gemacht. Der Tower Stars Trainer über die Prioritäten der ersten Tage. Taktische Systems, ich denke, ist wichtig. Ich bin nicht 100% sicher. Wie gut die Kraft ist in der Mannschaft. Ich muss im Spiel schauen, in diesem Weg, wo vielleicht wir haben Probleme. Personell sind die Tower Stars am Wochenende gegen Frankfurt und Grimmitschau nicht komplett. Unter anderem fehlt noch ein Ersatz für den nach Landshut gewechselten Jeff Hayes. Zudem fällt Stürmer Tero Koskiranta aufgrund einer langwierigen Verletzung. Das bietet allerdings aber auch Möglichkeiten für andere Mannschaftsteile. From the ersten Tage ist, denke ich, die Jungs laufen gut, technisch sind sie gut, aber wir vermissen eine Verteidiger-Erfahrung, Verteidiger dieses Wochenende und zwei Import-Stürmer. Aber das ist eine gute Chance für die jungen Spieler zu mehr Eiszeit haben. So, das war's für heute mit unserer kurzen Vorschau nach dem Donnerstagstraining. Freuen wir uns auf das kommende Wochenende mit den Spielen in Frankfurt und zu Hause dann am Sonntag gegen Grimmitschau. Tickets wie gewohnt im Fanshop in der Marktstraße, bei allen Vorverkaufsstellen von Resorvix und natürlich auch an der Abendkasse. Ja, macht's gut, bis Sonntagabend, 18:30 Uhr geht's los. Wir freuen uns auf euch.